俺は愚かなるシンクロ使いよ。我の前にシンクロモンスターを召喚した瞬間、すでに勝負は決していることを思い知るがよい。何？どういうことだ。まさか俺のターンにエクシーズ召喚したように、この状態からチューナーなしで。我はフィールドの覇王剣竜ダークブルム2体をリリースし、シンクロ召喚を行う。光の姿持つ眷属よ、その鋭利なる両翼で敵を撃て。シンクロ召喚、現れろ覇王剣竜クリアウィング。覇王剣竜クリアウィングが特殊召喚された時、相手の全てのモンスターの効果を無効にし破壊する。俺は手札のブルータルレッドを墓地へ送り、エンドフェイズまでレッドデーモンズドラゴンスターライトの破壊を無効にして、その攻撃力を1000ポイントアップさせる。行くぞユウヤ、バトルだ。俺はレッドデーモンズドラゴンスターライトで覇王剣竜クリアウィングを攻撃。覇王剣竜クリアウィングは1ターンに1度バトルを無効にし、相手モンスターを破壊する。そしてその攻撃力分のダメージを与えることができる。墓地に送ったブルータルレッドの効果により、このターンレッドデーモンストラゴンスターライトは破壊されない。ファイアー、erbärmlich, einfach erbärmlich. Und du willst der Beste aus der Synchro-Dimension sein? Ich bin erst seit ein paar Minuten hier und kann besser Synchro beschwören als du. Kannst du nicht! Zerg will Synchro beschwören? Ich glaube, er beherrscht tatsächlich fast alle Beschwörungsmethoden. Gong glaubt, dass Gong das nicht gefallen wird. Ich kann meine beiden Finstergewürme als Tribut anbieten und dann Synchro beschwören. Und das kann ich in deinem Zug tun. Sieh her und staune! Oberster König, Drache, Glasflügel! Du hast versucht, meine Monster zu zerstören. Aber du bist derjenige, der dafür jetzt büßen wird. Dein Glasflügel-Spezialeffekt zerstört jetzt automatisch deinen Nablichtrot-Drachen-Erzunterwäldler. Nicht so schnell. Wenn ich brutales Rot von meiner Hand auf den Friedhof lege, kann Nablichtrot-Drachen-Erzunterwäldler nicht zerstört werden. Stattdessen bekommt er 1000 Angriffspunkte hinzu. Ich hoffe, du bist bereit für meine Rache. Nablicht Rotdrachen Erzunterwäldler, vernichte Oberster König Drache Glasflügel! Du hast wirklich keine Ahnung, Jack. Glasflügel unterbindet nicht nur diesen Kampf, sondern er zerstört auch automatisch dein Monster. Und du nimmst Schaden in Höhe seiner Angriffspunkte. Bist du schwerhörig? Ich habe doch vor 40 Sekunden gesagt, dass mein brutales Rot verhindert, dass mein Drache zerstört wird.